Ja, hallo zusammen. Heute wollen wir euch einmal unsere Gedanken mitteilen zu dem Gehäusebehälter für die Markgraf-Unit. Und zwar vor uns haben wir hier einfach einen Big Pack für CDs und der eignet sich von der Größe her wunderbar, um die Markgraf-Units dort einzupassen. Und ja, um in diesem Gehäuse die Units gut einzufassen und gleichzeitig auch mit dem entsprechenden Gans, auch der Gansmischung, hier haben wir ja Kupferoxid-Gans, da schön einfassen zu können. Hier mal ein Material, das wir euch vorstellen möchten, das in die Richtung geht, was Kesche gesagt hat, dass also Siliziumoxidkristalle, also auch Metalloxide, wie wir es also hier auf der Spule haben, dass die also noch einmal eine stärkende Rolle spielen bei der Generierung dieser Plasmageräte. Und ja, Siliziumoxid gibt es also auch als Glasfasermatte. Die benutzt man im Kfz-Bereich, um Beulen von Autos oder Roststellen mit Epoxidharzkleber zu armieren, also zu verbinden. Und dieses Glasfasergewebe besteht also auch aus Siliziumoxid. Und stellt euch einfach Folgendes vor: Ihr habt eure Markgraf-Unit und habt euer Gans, ihr habt einen Kristall und ihr habt auch die entsprechenden Gansballs. Und dann nehmt ihr einfach den Behälter, den CD-Behälter, schnipselt also das relativ klein, diesen schönen Stoff, tränkt den mit dem Gans, tränkt auch die Spule damit und legt es also hier ein. Wie gesagt, es muss trocken sein, aber die Units können dann einfach hier schön kuschelig eingepackt werden und von Siliziumoxid regelrecht umgarnt sein. Kristall dazu, den Gansball mit rein. Und so könnt ihr die Units einfach hier reinpassen. Und bei diesem der Mittelsäule könnt ihr, ja, sägt es einfach ab und klemmt dann also eure Einheit fest zusammen. Ja. Gut, das ist die einfache Methode und dann gibt es noch eine Premium-Methode, wo die wir euch noch mal vorstellen wollen. Und zwar ist das hier ein Modell für eine, ja, Glaskeramik. Die ist ganz einfach hergestellt aus Quarzsand plus, muss ich mal den Stift aufmachen, Kali-Wasserglas. Ja, Kali-Wasserglas wird also in der Farbenherstellung benutzt, um Silikatfarben herzustellen. Silikatfarben werden in der Denkmalpflege benutzt, um ja, mineralische Untergründe wie Sandsteine zu festigen. Und das führt dazu, dass das Quarz auch nochmal mit Siliziumoxidkristallen verbunden wird. Diese Form hier ist mit ein Teil Sand, ein Teil Gips und ein Teil Kaliwasserglas angesetzt. Und stellt euch Folgendes vor: Das ist eure Markgraf-Unit. Ihr drückt die dann da rein, euren Ball einfach auch in die Mitte. Und das macht ihr sechsmal, also sechsmal solche Gussformen. Es wird also auch Quarz und Silikat wird auch in der Gusstechnik für Eisengüsse auch verwendet. Wenn ihr das sechsmal macht, habt ihr also eine wunderbare Einfassung für eure Unit und ja, da ist dann einfach qualitativ nochmal ein Stück hochwertiger. Ja,
Genau, das Ganze gießt ihr dann einfach hier hinein, sechsmal, und löst das aus. Und was ihr aber braucht, damit das sich hier auf der Höhe gut einpasst, ihr braucht einen Stempel. Ne? Also am besten, wenn ihr solch eine Spulenanordnung einmal fertigt, ohne sie zu beschichten, dass die als sozusagen Druckform halt benutzt wird, schraubt die auf ein Brett oder vielleicht hier sogar auf so eine CD, und dann könnt ihr sozusagen hier diese aufgeschraubte Unit, die ihr hier dann drauf habt, könnt ihr dann als Pressform hier in der Mitte platzieren. Und so habt ihr außen, ihr seht hier, das ist recht unruhig, aber hier innen sehr schön plan. Habt ihr also eine schöne Abgrenzung für die jeweiligen Unter- und Oberboden. Und so könnt ihr also plattenartig diese Keramikeinfassung, diese Quarzeinfassung dann vornehmen. Und ich meine, dass das wohl im Hinblick auch auf die Erfahrung, was die Vostag-Technologie gemacht hat, gehabt hat, also freie Elektronen einzubinden, ist das wirklich eine sehr gute Materialkombination. Und ja, wie gesagt, das nochmal so für euch. Also im ersten ganz easy Quarzmatten, die ihr tränken könnt und schön die Units einbinden könnt. Als zweites eine, ja, Sandgussform aus ein Teil Quarzsand, ein Teil Kali-Wasserglas und ein Teil Gips. Und mit einem Flachstempel, wo ihr sechs Stück davon braucht, teilt euch diese Höhe hier in sechs Teile ein, rechnet das Volumen aus von einem Sechstel und fertigt daraus die einzelnen Elemente. Gut, soweit. Dann viel Spaß beim Basteln. Ciao.